Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Pflanzenporträt. Und verzeiht, sollten Autos vorbeifahren, weil der Boretsch, das ist ein bisschen ein Hund, das ist ein Gartenflüchtling und der verwildert bei mir oder wahrscheinlich auch bei euch, wandern unbeständig. Das heißt, man weiß nicht, wann er wo auftaucht und wann er wo ist. Im vorigen Jahr habe ich ihn wo gehabt und da war der Steckbrief nicht dran, wo es ein bisschen lauschiger war. Aber macht nichts, zum Herzagen tut es auch da und es muss ja nicht immer nur feinste Natur sein. Der Boretsch gehört zur Gattung der Boretsch, was eine sehr elitäre Gattung ist, weil es da drinnen nur 5 Arten gibt. Wenn wir da an andere Steckbriefe denken, wo es dann oft 200, 300, 500 Arten innerhalb einer Gattung gibt, ist das doch sehr elitär. Gehört zu der Raublattgewächse, beziehungsweise synonym wird für die Raublattgewächse auch der Familienname Boretschgewächse verwendet. Das ist eins und dasselbe. Also wenn du das lest, dann wisst ihr das eine und das andere, das gehört irgendwie zusammen. Da gehört übrigens auch nicht nur der Boretsch dazu, zu diesen Raublattgewächse, sondern auch der Beinwell fällt mir da ein, das Lungenkraut fällt mir da ein. Also das, da kennt man schon ein bisschen was aus diesen Raublattgewächse. Was sie sich alle teilen, darum auch dieser Name mit Raublattgewächse, ist diese borstige Behaarung, zum Teil auf Stielen und Blättern. Beim Boretsch selbst, also bei dieser Pflanze, ist es wirklich stark ausgebreitet. Das schauen wir sich aber auch noch genauer an. Bekannt ist Boretsch auch aus Gurkenkraut. Wenn ich das schon sage, Gurkenkraut klingt natürlich nach Essen, hat auch damit zu tun, dass das leicht gurkig geschmeckt, wenn man Geschmack beschreiben möchte. Und zeitgleich muss man halt wirklich damit rechnen, dass das Ganze auf der Zunge mit den Haaren sehr ein eigenes Mundgefühl erzeugt. Und wenn wir schon beim Essen sind, also er wird für Salat verwendet, für Suppen, für Soßen, für Spinat, wird das mitverkocht. Nur muss man wissen, so wie alle Raublattgewächse ist auch der Boretsch mit diesen Pyrolizidin-Alkaloide belastet, unter Anführungszeichen. Also auf Dauer sollte man nicht essen und nicht zu viel davon und schon gar nicht über einen längeren Zeitraum. Wenn wir bei den Inhaltsstoffen schon sind, nicht nur Pyrolizidin-Alkaloide sind drinnen aus Negativ-Inhaltsstoff, sondern es gibt auch positive Inhaltsstoffe. Wie immer, wo Schatten da auch Licht und umgekehrt. Es sind Schleimstoffe drinnen, Gerbstoffe, Harze, Saponine und Kieselsäure und ätherische Öle sowie natürlich Vitamine und da ist besonders genannt ist Vitamin C. Also man kann mit der Pflanze schon, ja, ich kenn's mir eh, sag nichts, gesund ist ein sehr eigenartiger Begriff. Also manchmal genossen ist sicher eine tolle Sache und wenn man nirgends hat und nicht hat, passt es auch. Weil ich da gerade diese Sumsis um einen anfliegen sehe, und dann schauen wir sich gleich die Blüten an, die sind von Hummeln und Bienen bevorzugt besucht und sie haben einen Farbcode sozusagen. Mal schauen, ich habe da das Glück, schaut. Diese Blüte, die ist nur rosarot und diese Blüten da sind schon alle blau. Und das ist wie beim Lungenkraut. Wenn sie aufblühen, sind sie rosarot und durch pH-Wertveränderung verändert sich das dann ins Blau. Und die rosaroten sind die was am bevorzugtesten besucht werden. Das sind praktisch nur die Jüngeren, da ist nur am meisten zum Holen. Man sieht das da auch, schaut, da tue ich uns das Zoom rein. Wenn ihr diese rosarote Blüte anschaut, da schaut das alles nur saftig und glänzend aus. Also die Staubblätter, ist vor männlich, also erst sind die Staubblätter reif und erst dann reift die Narbe. Und da hier drüben, diese blaue, das schaut schon ziemlich vertrocknet aus. Also da glänzt nichts mehr in der Mitte. Also da sieht man, da war schon ein Lebensweg. Eben Bestäuber, Hummeln und Bienen. Es gibt auch ein Saftmahl, das was aber für uns nicht sichtbar ist. Also das sehen dann die Bestäubertierchen durchs ultraviolette Licht, beziehungsweise durch eine UV-Sicht, das haben ja wir Menschen nicht. Das Ganze kann so ungefähr 70 cm groß werden
Und ist eine einjährige Pflanze. Also das keimt aus Samen in diesem Jahr und nach diesem Jahr ist dann auch wieder vorbei. Also es ist nicht so, dass da dann ein Speichersystem gibt, wo dann wieder was aufsteigt im nächsten Jahr. Wenn er Glück hat, Samen da aus und er kommt wieder. In meiner Wahrnehmung ist es eigentlich wirklich so, dass das Wort unbeständig verwildern das Richtige ist, ist hier nie lang an einem Ort. Also ja, darum nehme ich das, was ich kriege. Und das ist in dem Fall da. Die Blätter, die können eiförmig, schauen wir mal, da, eiförmig bis, schauen wir, ob wir lanzettlich auch irgendwo was haben. Ja, da hier unten, ja, nein, das, ja, also das kann praktisch auch viel schmäler ausfallen. Wie man sieht, je weiter nach oben, dass man kommt, desto schmäler wird das Ganze. Da hier rüben haben wir das. Das ist ja schon fast lanzettlich, besonders im Vergleich zu diesem Blatt hier. Und es ist wirklich stark behaart, also Raublattgewächs ist da tatsächlich Programm. Das tut zwar nicht weh, aber es ist natürlich im Biss unangenehm, also so richtig, ich habe keine Verwendung für die Pflanzen, ich finde sie ja auch eben eher wieder selten. Aber jetzt soll es sein. Falls sie mal wer fragt, wer das da ist. Wenn das Ganze befruchtet worden ist, bilden sie Samen aus und diese Samen besitzen, da ist jetzt noch nichts so weit, die besitzen ein Elaiosom, das ist so ein Anhängsel, das was von Ameisen gefressen werden kann und das motiviert, ich suche da die ganze Zeit, ob nicht da doch schon wieder irgendwas am Verblühen ist, aber da ist noch nichts. Das motiviert die Ameisen, dass die Samen vertragen. In den Blüten selbst ist dieses Allantoin drinnen, das was kennt vom Beinwell, also das was beim Beinwell diese Knochenwund, heilende Rheuma, Aua, Bewegungsapparat, Schmerzen, beseitigende Wirkung hat, das ist da in den Blüten enthalten. Und dennoch ist der Beinwell da dann zum Bevorzugen, wenn wir eine Beinwellcreme haben möchte oder eine Allantoin-Creme möchte, dann nimmt er am besten Beinwellwurzel und nicht den Borage. Und der Name, da finde ich wieder interessant, dass es eben verschiedene Zugänge gibt. Wie kommt er zu dem Namen Borage? Einmal wird das lateinische Bora aus Herkunft gedeutet, was so viel heißt wie Gewebe aus rauer Wolle, was sich dann eben auf diese Rauheit dieser ganzen Pflanze zum Beziehen scheint. Oder eine andere Deutung ist, dass was mit dem Arabischen für das Wort Schweiß zu tun hat, weil eben da in der Heils- oder in der volkstümlichen Anwendung das als schweißtreibende Pflanze oder als schweißtreibendes Mittel angesehen worden ist oder angesehen wird. Wobei da gibt es in meiner Erforschung von dem Thema keine bestätigte Wirkung. Also das ist jetzt keine schulmedizinisch genutzte Pflanze. Okay, lasst uns mal überlegen. Das mit den Früchten habe ich gesagt, also bilden sie so Klausenfrüchte. Darum, wenn er eine schaut, der Schauer, der sucht da auf die Blüten umeinander, ob er schon wo Früchte sieht. Und da schaut's, also ich Pflanzenkasperl beschreibe seit Jahr und Tag Pflanzen und dann übersehe ich, dass natürlich da, das sind Knospen, die sind gerade aufgeblühte und da herunten, wenn ich gescheit geschaut hätte, dann hätte ich gesehen, dass das schon Verblüte sind und wenn wir da jetzt reinschauen, dann sehen wir, dass das Klausenfrüchte sind. Seht's, also das bleibt erhalten, dieses Kelch. Schüssel bleibt erhalten und da drinnen reifen diese Klausenfrüchte, das sind wieder vier und wenn das reif ist, zerfällt das Ganze, fällt vor allem auch aus und vielleicht kann ich da sogar das Elaiosom herzeigen, haltet euch kurz fest. Das ist jetzt natürlich nicht reif da, aber mit viel Glück sieht man, haltet euch nochmal fest, ja, schaut's, da, das ist der Samen noch unreif und unten das Zipferl. Das ist das Elaiosom. Wenn das reif ist, fällt das mit aus und dann wird das einfach von den Ameisen vertragen. Super Sache. Gut, dass ich einen Schummler habe, dass ich das jetzt nochmal nachgeschaut habe. Die Blüten selbst sind zwittrig, wenn ich schon den Schummler durchgehe.
Nährwert, nicht für uns, haben wir ja schon gesagt, sondern für Bienen und Co. Das wird ja bei Imker in so Pollen- und Nektarwerte eingeteilt, wo 4 das höchste ist. Da schneidet er beim Nektar extrem gut ab, also 4, also die höchste Stufe. Und bei dem Pollenwert hat er 2. Also Nektar wird immer als Treibstoff von diesen Flugtierchen benutzt und der Pollen wird als Futter für die Brut, also für die Nachkommenschaft hergenommen. Also beides können wir brauchen. Ich glaube, Borage soll so gewesen sein. Wie gesagt, also ich finde ihn jedes Jahr, aber jedes Jahr was anderes. Und ich habe ihn nicht wirklich in Verwendung, außer für die Bestimmung, weil das tue ich auch gern. Ich hoffe, es war was dabei, was man brauchen hat können. Euch wünsche ich viel Spaß beim selber finden. Und wenn ihr ihn gefunden habt, natürlich auch beim Kosten. Und ich sag's euch, ihr könnt es nicht riechen, aber da riecht es irgendwo noch groß. Also ich glaube, da schickt wer irgendwo irgendwas. Ja, und keiner schreit, da gibt's was. Aber ja, passt. Ich bin ja clean, ich brauch's eh nicht, aber riechen tut's gut. So, aber jetzt für dich.